Meine Damen und Herren, willkommen zur wöchentlichen Kochshow. Heute ist es sehr kalt draußen, dafür habe ich mich entschlossen, etwas aus der gehobenen Küche zu präsentieren. Und zwar werden wir haben heute einen Saibling angebraten, wir werden haben ein Selleriepüree und eine Weißweinsauce. Wie immer möchte ich euch beginnen, euch die Rohwaren zu präsentieren. Selleriepüree haben wir schon vorbereitet, brauchen wir nur mehr aufwärmen. Für die Weißweinsauce heute brauchen wir Wein, Schlagsahne, etwas Creme fraiche, fein geschnittenen Lauch, fein geschnittene Salatgurke und Gartengresse. Auch wir in diesem Land bekommen unsere Gartengresse aus Deutschland. Dazu einen Saibling, Chips, Falsternacke und ein paar Zucchini. Die Zucchinischeiben werde ich jetzt anbraten. Sie sollen eigentlich kaum Farbe nehmen, sollen nur durchgebraten werden. Die Butter schön langsam anbraten, nicht zu heiß. Die vorgebratenen Zucchini habe ich jetzt auf den Teller gelegt mit Haushaltspapier, damit das Fett aufgesaugt wird. Und jetzt gehen wir über und machen uns die Weißweinsauce. Ein Töpfchen, Modell Altösterreich, brauchen wir. Wasser, aufgekocht mit einem Suppenwürfel. Weißwein. Und etwas Obers dazu. Das müsste an und für sich genügen. Das werden wir jetzt aufkochen. Auf die Seite stellen und warm halten. Den wunderschönen Saibling in die heiße Bratpfanne einlegen. Es ist zu heiß, gleich auf die Seite ziehen, weil Saibling ist ein zarter Fisch, der eigentlich ganz wenig Hitze und Gewürze braucht. Den Fisch habe ich jetzt gewendet. Er schaut perfekt aus, muss nur mehr gewendet werden, muss nur mehr angerichtet werden. Wir müssen jetzt noch die Weißweinsauce vollenden. Dazu geben wir einen großen Löffel Creme fraiche in die Soße. Und in die Soße habe ich jetzt die Creme fraiche verrührt. Jetzt kommen die kleingeschnittenen Gurken dazu, den Lauch. Du tust mir so. In der Fischsoße habe ich jetzt die kleingeschnittenen Gurken, den Lauch und die Kresse gegeben. Jetzt soll das eigentlich nicht mehr so viel kochen, sondern nur warm gehalten werden. Und jetzt dürfen wir unsere Delikatessen anrichten. Zuerst lege ich ein paar Zucchini auf das Teller. Dann kommt das Selleriemus. Der wunderbare Saibling wird schön aufs Teller aufgelegt. Die Fischsoße
rundherum eingießen. Mit etwas Kresse garnieren. Und zum Schluss die frittierten Palsternacken als schöne Dekoration wünschen unseren Gästen einen guten Appetit und ein herrliches Glas Rosé trinken wir dazu. Für Gott, Kaiser und Vaterland, guten Appetit! Heute wollte ich noch eine kleine Zugabe machen. Ich möchte euch etwas zeigen, damit ihr eure Umgebung, oh Freunde und Gäste, ein bisschen beeindrucken könnt. Und zwar machen wir Kartoffelchips hausgemacht. Nicht so wie die, die man kaufen kann, sondern ein bisschen speziell. Dazu brauchen wir Petersilienblätter und Kartoffel. Und Küchenhache. Das war momentan alles an Vorbereitungen. Die Kartoffel habe ich jetzt in hauchdünne Scheiben geschnitten. Ihr seht, dass die fast durchsichtig sind. Und jetzt machen wir Folgendes. Ich lege auf jede Kartoffelscheibe ein Petersilienblatt. Und lege eine andere Kartoffelscheibe darüber. Kartoffelscheibe fest andrücken. Ihr seht, man sieht die Petersilie durchscheinen. Und jetzt können wir sie gleich vorsichtig frittieren. Einen kleinen Topf, das ist schon warm. Wenn die Kartoffel anfängt braun zu werden, nur wenden. Dann gleich wieder herausnehmen. Mit diesen Kartoffelchips, die man auch gut am Tag vorher vorbereiten kann, dekoriere ich meine Fleisch- und Fischgerichte. Das schaut immer gut aus und überrascht die Gäste. Ich wünsche euch noch gutes Gelingen.